Ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind bei Fiege in Emmerich und dieses großartige Projekt machen können. Wir werden an diesem Wochenende 30.000 Stellplätze scannen und mit den Bestandsdaten abgleichen und nochmal prüfen die Abweichung. Im Prinzip das Gleiche, was man bei einer manuellen Inventur am Ende des Jahres zum Beispiel macht, machen wir mit minimalem Personalaufwand basierend oder mit Hilfe von unseren Drohnensystemen. Dafür verwenden wir die verschiedenen Sensoren, die wir haben, insbesondere die Barcode-Scanner, aber auch dann vor allem die Fotos, so dass wir diese Nachprüfung, die man in jedem Fall machen muss von den Unterschieden, nicht im Regal machen muss, dass man nicht ins Lager muss, sondern wir sitzen ganz entspannt am Laptop, gucken uns die Fotos an und prüfen alle Unterschiede und am Ende sind wir 100% sicher, dass die Daten genau so sind, dass der Bestand genau so ist, wie wir ihn dann rausgeben. Mit Docs Innovation ist es wie das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Wir haben uns 2018 haben wir uns das erste Mal kennengelernt, haben damals die Innovation auch kennenlernen können und fanden damals die Vision und die Idee, die dahinter steckt, die Inventur komplett automatisiert mit einer Drohne zu machen, super spannend. Mit der Weiterentwicklung des Produktes hat Docs genau den Nerv getroffen, der uns damals gestört hat. Damals mussten wir das System noch manuell von Gang zu Gang verschieben und die Flugzeiten waren sehr, sehr begrenzt. Mit der Verbindung aber zwischen Drohne und AGV konnte genau dieses Problem behoben werden, sodass wir wirklich einen ganzen weiteren Schritt in Richtung komplett automatisierter und autonomer Inventur gehen konnten. Und so gesehen haben wir jetzt dieses System wieder aufgenommen, haben die Gespräche wieder aufgenommen und sind heute hier bei unserem Proof of Concept, um wirklich auch zu sehen, dass dieses System, so wie wir uns das vorstellen, auch funktioniert. Wir können innerhalb von einem Wochenende 30.000 Paletten zählen und das komplett automatisiert. Und nur, dass ein paar Menschen dabei sind und das System beobachten, dass es keine Fehler macht in dem aktuellen Status. Wir beschäftigen uns ja kontinuierlich hier mit Innovationen, wollen uns weiterentwickeln, unterliegen auch dem Druck des Marktes natürlich und versuchen stetig unser Lager zu optimieren und zu verbessern. Daher freuen wir uns jetzt heute, dass wir mit Docs Innovation zusammen einmal die automatische Inventur durchführen können. Wir sind auf Docs Innovation im Rahmen unseres alltäglichen Geschäfts gestoßen. Generell schauen wir immer, welche Innovationen bieten sich für uns im Bereich Intralogistik an. Und wenn dann ein Fit für Fiege identifiziert werden konnte, schauen wir, ob die Innovation auch die Leistung erbringt, die wir uns erhoffen im Rahmen eines Proof of Concepts. Und deswegen sind wir heute hier, unter anderem Docs Innovation ist mit uns diesen Weg gegangen der Innovation, vom Market Screening über den Innovationscheck und heute zum Proof of Concept. Wir haben das Projekt unsere Erfahrung aus mehreren hundert autonom mobilen Robotern aus der Intralogistik und dem Handel eingebracht. Besondere Herausforderungen waren hier, die Stromversorgung der Drohne sicherzustellen, dass also die Drohne über 5 Stunden autonom fliegen kann und das Kabel entsprechend der Entfernung der Drohne zum Fahrzeug auszurichten und anzupassen. Gleichzeitig ist natürlich eine weitere Herausforderung gewesen, die Navigation über mehreren tausend Quadratmetern Lager sicherzustellen.